Foreplay. Total und recht herzlich willkommen bei Star Wars. Du bist Star Wars Fan, ich auch. Einige sagen, ich war Star Wars Fan, du auch. Weil über 100.000 Hasser gibt es schon, also Hater in Amerika. Ja, ist kein Scherz, wie Resistance vorgestellt wurde, waren sofort 89.000. Gibt's nicht. Doch, ist wahr. Mittlerweile gibt's, okay, sind ja nur 100.000 Hasser. Ich hoffe, ich störe dich. Okay, meine Regieassistentin da, die kommt klar. So, während die da am Arbeiten ist, habe ich mir gedacht, mache ich hier einen wunderbaren Videoclip und begrüße euch total und recht herzlich. Und wir können natürlich mal wieder über Figuren philosophieren. Obi-Wan Kenobi sollte ja kommen, kam aber nicht. Vieles ist eingestellt. Jetzt momentan warten wir ja alle auf Han Solo, den Film, der am 23. September erscheinen wird. Jetzt habe ich hier einfach mal so eine Figur weggenommen. Jetzt hänge ich sie auch wieder hin. Warte. So, ich habe die alle hier an der Wand hängen, wisst ihr ja. So. Da ist Han Solo, der neue Han Solo, ne? Der jetzt, wie gesagt, am 23. erscheinen wird. Habt ihr schon gesehen, vieles ist ja geschnitten worden. Es ging ja auch um Darth Maul. Jetzt kann man ja darüber sprechen, es sind ja zig Monate ins Land gezogen. Wer bis dato den Film weder gesehen, weder gehört, nachgeschlagen bei YouTube und so weiter, tut mir leid. Das ist Spoiler kenne ich nicht. Spoiler war früher von mir am Manta in den 70er Jahren. Da hatten wir Spoiler an den Autos, Spoiler-Alarm, sowas kenne ich nicht. Wir reden darüber oder wir reden nicht darüber. Meiner einer redet darüber, weil er Star Wars gut findet. Er war Star Wars Fan und ist immer noch Fan, beziehungsweise du warst Star Wars Fan, ich auch. So, einige sind abgedriftet, einige haben kein Interesse mehr. Oder einige bleiben. Und das Gute ist, einige bleiben mehr. Es sind mehr. Es sind viel, viel mehr Star Wars Fans wie Hasser. Das ist okay so. Also wie gesagt, Han Solo kommt. Dann ist er jetzt heute in 4 Wochen kommt Resistance auf XD und später dann im Disney Channel. Richtig. So, und wie gesagt, Resistance scheint ja auch, ich weiß, ja, viele Kunden, das ist für Kinder. Ja, aber Star Wars ist Star Wars. Ich habe mir ja auch die Rebels angesehen. Ja? Ich warte also auch händeringend drauf an Staffel 4, dass ich dann Rebels bekomme. Um das dann mal gemütlich zu Weihnachten anzuschauen. Also Han Solo gucken wir aber, ne? Auf große, ne? Han Solo auf große Leinwand schauen wir uns an. Auch in 3D und so. Wir hoffen, dass da auch einige Sequenz bei sind, die dann halt geschnitten waren. So, wie gesagt, bei Darth Maul waren sie am Hassen, weil er angeblich zu dick, zu mollig. Da hat er sich natürlich mal hingestellt und gezeigt, dass er nicht dick und mollig ist, sondern so ein Muskelpaket geworden ist. Dass er älter geworden ist, ist ja auch wohl klar, wie Teil 1 und jetzt Teil Han Solo nach so vielen Jahren. Dass er aber, der ist muskulös, der Typ. Ja, so richtig bullig, der Typ. Ne? Und das ist halt das Maul. So, und er kam natürlich im Kino, wie gesagt, kam der mir also nicht so dick vor. Also er saß da, sprach und da wurde ja auch nicht alles gezeigt. Er stand ja nicht so wie jetzt in den Sachen, wo geschnitten. Er war ja geschnitten. Und dieser Schneiden, kann sein, dass da einige ihn dann als zu dick empfunden haben, obwohl es wurden ja einige Bilder von ihm gezeigt im Netz, ja, und dadurch ist das wohl gekommen. Also dick ist er nicht, der Darth Maul Darsteller, der hat das eine Art wunderbar gebracht. Und hier dieser Han Solo Darsteller, wenn man ihn jetzt nach so vielen Monaten gesehen hat und das alles, auch jetzt die Sache mit Han Solo da, wie er den Piloten gespielt hat, wo er beinahe sein Auge verloren hätte, das hat man uns leider auch nicht gezeigt, aber wäre ziemlich lustig gewesen. Es war ja ein guter Schnitt an sich, wie er dann von diesem Piloten, er ist ja dann degradiert worden, zu diesem Infratisten da und war dann bei den Leuten und war da am Rumschreien. Und dann war Schnitt. Also Infanterie der damaligen Zeit. Ne? Ja. Ich meine, das war die Klamotten aus dem Ersten Weltkrieg, die er da anhatte, aber ist ja egal. Es ist Han Solo der Film.
Und der neue Darsteller kam nicht schlecht. Ja. Ja, wir sind dann also auch schon wieder zu Ende. Ich will an sich gar nicht so viel machen heute, weil es ist nicht viel. Man hat viel gehört. Es ist jetzt eine Convention am Laufen in Nürnberg, die eine sehr gute Convention ist, wo auch einige Stars erscheinen werden, wo dann, wie gesagt, die Autogrammkarten da abgeholt werden können. Also die Nürnberger Convention, da ist eine der besten mit, die das ganze Geld sponsert, die das ganze Geld nicht für sich hält, hört sich verdammt gut an und gehört auch zum erweiterten Universum, die berichten auch immer darüber. Also die haben sehr starke Sponsoren in Nürnberg, diese Convention. Und da gibt es natürlich auch sehr gute Figuren, die ihr auch irgendwann mal bei Amazon kaufen könnt oder bei Black Serie, unser Kollegen, der da seinen eigenen Star Wars Shop hat. Bei uns hängen die zwar, aber wir sind ja nicht so ein Shop, um vorbeizukommen, um solche Figuren haben zu wollen. Es sind zwar einige Sammelfiguren hierbei, einige Kunden kamen rein gestern und sagten, steig um auf Vintage, 3,75 oder 6, besorg uns diese Vintage, dann kommen wir vorbei. Ich habe ja einige Kunden, die jetzt schon einige Sachen, die ich zurücktun muss. Für November mache ich auch, wie gesagt, die sehen ja diese Sendung, dann sehen sie halt die Figuren, haben wir die Figur gefilmt, dann tust du die zurück, ja, haben wir gemacht. Wie gesagt, im November werden hier einige Figuren wieder gehen, aber nicht hier aus dieser Han Solo Serie, sondern der Herr Wicket geht dann wieder, ne? Einer der Rommels da auf der Deutsch, ja übrigens Jakku und so weiter und die ganzen Sachen, ja, das geht. Also wenn ich mir so umschaue hier, versucht er mal hier wieder loszuwerden. Ich meine, die Figuren in der Größe sehen ja gut aus. Ich meine, aus E7 war ja auch nicht so schlecht. Er sieht den Schauspieler ja nochmal wunderbar ähnlich. Also, na, wenn man den da so stehen hat, sieht man den alten Mann, den alten Jason Ford da. Ziemlich schlank der ja, ne? Also so wie er wirklich ist, er ist ja ziemlich schlank geworden mit 71. Also so schlecht ist das alles nicht. Aber wie gesagt, du warst Star Wars Fan, ich auch. Ab einem gewissen Alter wird man ruhiger, ab einem gewissen Alter zieht man sich zurück, ab einem gewissen Alter schaut man, was man sich da vielleicht Vintage, die da wirklich so sein sollen, wie damals die Kennergeschichten. Habt ihr da welche? Ja, habt ihr da noch welche. Ja, genau, hier so. Ne? Roger, Roger, war ja auch nicht schlecht. Ne? Also man hat mir gesagt, dass die Pappe genauso stabil sein soll, die neue Vintage-Geschichte. Und dann müsste ja auch 3,75 sein, wenn ich mich nicht irre. Weiß ich jetzt gar nicht, aber 6 Inch ist es nicht. Ja, also wie gesagt, sind die Vintage-Geschichten. Einen habe ich noch aus Phantom Menace, aus dem ersten Teil. Ja, also Clone Wars, hier ist Attack of the Tet. Die etwas ziemlich klein. Die braucht man, wenn man die Augustini, diesen Falken sich gekauft haben sollte, oder den X-Wing, dann braucht man halt diese Größe. Da muss man schauen, dass man da auch mal rankommt, dass man die dann auch nutzen kann. Und mal gucken. Also ist Anakin Skywalker, das ist schon mal gut, dass er da ist, der dann gegen diesen Droiden da kämpft. Kampfdroiden. Ja. Collect all the three Clone Wars Map Packs. No? Kollektiv all three the Clone Wars Map Packs. Ja, dann hat man dann für De Augustini auch einige Figuren. So, warum der hier wieder runtergefallen ist, weiß ich auch nicht. Typisch Roger Roger. Ja, wie gesagt, wir überlegen uns noch für die Oktober-Sendung, was wir in der Oktober-Sendung einpacken werden oder reinpacken werden. Wie gesagt, wir schauen uns Resistance an. Mal schauen, wie Resistance ist, was Resistance bringt. Wir hoffen, dass, wie gesagt, Han Solo, wie gesagt, am 23. September ausgeliefert wird, dass man sich das dann, gucken wir mal auf den Kalender, am 23. soll er ausgeliefert werden, Sonntag. Schätzungsweise kommt er dann, wenn wir Glück haben, am 22., 21. oder am 24., 25. Ich vermute, die meinten den 23. irgendwann irgendwo in Amerika oder so.
jeweils The Star Wars Show sprach am 23. Oktober. Oder die meinten digital. Ne? Digital und dann, wenn wir Pech haben, am 27. September dann Blu-ray oder DVD. Ne? Dann können wir, wenn wir Lust haben, am 29. uns ja. Ne, ne Frau? Ne? Gucken wir mal. Ne? Alles klar. Okay, ist bei fertig? Ja, sie nickt, ist bei fertig. Okay, dann bin ich auch fertig. Wie gesagt, ich denke mir auch mal so eine lustige Sendung aus, wo ich dann über irgendwelche Figuren mal sprechen werde. Ich habe ja, wie gesagt, auch solche Unikarte hier, die ich gar nicht mal so schlecht finde. Ne? Denn man ist ja bald Weihnachten und dann kann man sich auch, also solche Sachen kann man schenken. Wir werden die auch hinten draufschreiben, dass das ein Unikat ist, das ist nur von uns. Wir haben uns die ja, wie gesagt, mal machen lassen für die Sendung. Wie gesagt, natürlich hier überwiegend Obi-Wan Kenobi, weil der Film sollte ja kommen, jetzt kommt er doch nicht, wegen der Pleite mit Han Solo. Ja, ich meine, 375 Millionen eingenommen, 275 Millionen bezahlt, sind also 100 Millionen, das ist denen zu wenig, ist klar. Ne? Die hätten ja so 600 oder 1 Milliarde, und dann hätten die sich gefreut, aber ist halt nicht. Durch diesen frühen Verkauf der DVD, Blu-ray und anderen Datenträgern und dann die Figuren und vielleicht so Nachsachen da, wie er da rumgeflogen ist etc. pp. Kann sein, dass sie dann irgendwann doch mal auf ihre 600 Millionen kommen. Ja, also Han Solo ist in aller Munde, Han Solo wird gemocht. Han Solo, also negativ habt ihr nichts gehört über den Film. Und macht ja auch Spaß, auch die Werbung fand ich nicht schlecht, sehr ugly and the best. Diesen Western mit Clint Eastwood, diese Musik daraus, war ja auch ein Western. Ja? Also Han Solo, der Film war an sich ein Western, nur halt ferner von einer sogenannten Galaxie. Ne? So, jetzt habe ich genug philosophiert, du warst Star Wars Fan, ich auch. Und wünsche natürlich ab Oktober wieder Zuschauer, die Lust haben, ich muss mir mal was ausdenken, vielleicht hat auch Sweet Ride PO wieder Zeit, weil momentan, wie gesagt, wir sind jetzt in der Umbruchsphase, es geht so langsam auf Weihnachten zu, da hat man, vorher war ja der Sommer, da hatten die Künstler auch, jetzt kommt die Weihnachtszeit, da haben die Künstler auch wieder und deswegen muss Dry CPO da, weil er mit sehr vielen Künstlern arbeitet und für diese Künstler auch da ist, nicht so viel Zeit, da müssen wir mal gucken, wann wir Zeit haben, um wirklich so eine super tolle Oktobergeschichte zu machen, wo wirklich wieder alle Lust haben, sich das anzusehen. Das ist nicht so einfach bei YouTube, ist auch nicht mehr so einfach, mal eine tolle Sendung auf den Weg zu bringen, ohne Sponsoren, weil wir geben ja alles aus, wir bezahlen Amazon, damit die uns hier diese Sachen schicken. Wir haben also keine Sponsoren. Wenn wir hier so Sideshow-Figuren kaufen, um die vor die Kamera zu stellen, dann hat es richtig Geld gekostet. Ne? Genau. Genau. Okay, das war's. Ich wünsche euch viel Spaß.